Ist das Astra A50 wirklich das weltbeste Gaming-Headset? Findet ihr in diesem Video raus. Astra ist ein amerikanischer Hersteller von Gaming-Headsets, ist jetzt aber gekauft worden von Logitech. Es gibt ein Video von Montana oder Spontana Black, wo über 9 Minuten 44 ein riesen Hype ist um das Ding. Ob das wirklich so ist, nimmt mich Wunder, möchte ich selber herausfinden. Und mit euch zusammen schauen wir jetzt erstmal, was in der Schachtel drin ist. Die Schachtel ist recht wuchtig. Also, liegt vielleicht daran, dass es ein Wireless Headset ist. Das heisst, wir haben hier zuerst mal das wunderschöne Headset in Grau, Anthrazit, Giftgrün. Giftgrün deswegen, weil es die Xbox-Variante ist. Es gibt auch noch eine PS4-Variante, die ist in Blau gehalten. Beide Modelle sind kompatibel mit PC und Mac. So, dann gehen wir hier her. Dann haben wir hier oben rein noch ein optisches Kabel, das braucht man zum Verbinden mit der Konsole. Für den PC braucht man nur da Garantiegedöns, ihr kennt es. Basisstation, wo gleichzeitig auch die Ladestation ist. Und vorher der Satz, den ich angefangen habe, vergessen auch fertig zu machen, um mit dem PC zu verbinden, braucht ihr das USB-Kabel. Alles im Lieferumfang. Fertig. Der Rest ist Plastik, brauchen wir nicht. Das kann jetzt mal auf die Seite. Setup ist denkbar einfach. Ihr verbindet, also ich habe jetzt einen PC getestet, verbindet das USB-Kabel hier hinten dran mit der Basisstation, hier mit dem Notebook oder mit dem PC, wartet bis Windows das Ding erkannt hat. Also es muss natürlich dann hier draufgestellt sein. Dann wählt ihr im PC das A50 Game als Standard-Wiedergabegerät aus und das A50 Voice als Standard-Kommunikationsgerät aus. Und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Wenn ihr das Ding aber noch customizen wollt, das heisst mit einem Equalizer wollt arbeiten oder eines der Presets nutzen, dann braucht ihr die Astro Command Center Software. Die gibt es auf der Webseite von Astro und dann könnt ihr sich voll Sachen einstellen. Setup, ja. Schnell passiert. Man schaut uns jetzt die Basisstation ein bisschen genauer an. Ihr habt hier die Ladeschale mit auf dieser Seite einem Kontakt, hier zwei Kontakte. Hinten dran haben wir einen AUX-Eingang, einen optischen Out, einen optischen In und eben wie vorher erwähnt einen Micro-USB-Port, um mit dem PC zu verbinden. Auf dieser Seite haben wir gar nichts und auf dieser Seite haben wir einerseits nochmal einen USB-Port, wo man kann brauchen zum Laden. Das heisst, jetzt sind wir gerade schon beim Thema Batterie, der Hersteller sagt, das Ding hält 15 Stunden oder mehr, wenn es vollgeladen ist. Ich habe in meinem Test 2 Stunden lang gespielt. Angefangen habe ich mit 27% Akku, gehört habe ich mit 7. 20%, 2 Stunden, aufrechnen mal 5, 10 Stunden, 100%. Wenn sich dann der Akku linear entlädt, hebt nicht so ganz. Man müsste wirklich mal noch Probe aufs Exempel machen und das Ding leer spielen und schauen, wie lange es dann dauert. Was ich aber eigentlich sagen wollte, sollte mal der Akku leer werden, könnt ihr ein USB-Kabel hier anhängen, hier unten dran mit dem Micro-USB-Port verbinden und ihr könnt genau gleich weiterzocken. Das Laden des Headsets gestaltet sich laut Hersteller sehr einfach. Man muss einfach den Mikrofonbügel aufklappen und dann das Ding hier reinstellen. Man hört es ein bisschen. Es hat hier auch magnetische Komponenten, dass das Ding auch hebt. Was mir aufgefallen ist, dass es wirklich lädt, müsst beide Ohrmuscheln Kontakt haben. Und wenn man es einfach so reinstellt und dann reinschaut, sieht man, ja, der eine hebt super und der andere nicht so. Also es ist so ein Gefummel. Man kann nicht einfach, wenn man irgendwie rasch muss einen Kaffee rauslassen muss oder rasch aufs WC muss das Ding reinstellen, davon säckeln und gut ist. Nein, du musst wirklich schauen, dass das Ding satt hebt. Praktischerweise jetzt aber vorne dran LED anzeigen, wo der sagt, ob jetzt das Headset geladen wird oder nicht. Das Headset zeigt es auch an mit der LED hier oben. Wenn es so orange, bernsteinfarbig leuchtet, dann wird es geladen. Das Headset an und für sich finde ich sehr geil verarbeitet. Die Oberfläche da ist nicht glatt, sondern so leicht rauch, fast so ein bisschen Soft-Touch-mässig. Hier bei den Bügel ist Alu verwendet worden, was das Headset sehr leicht macht und es ist
ja, wie soll ich sagen, es ist vom Tragkomfort her sehr hoch. Also mehrere Stunden gamen, du kommst keinen Kopfweh über, es drückt niemals. Die Schulter sind sicher auch die mega flauschigen Ohrpolster, die übrigens, Achtung, jetzt kommt's, einfach magnetisch da drin sind. Das heisst, wenn ihr ein Headset mal putzen wollt oder die wollt austauschen, könnt ihr die einfach rausziehen und die neuen wieder reinschnappen. Wichtig hier zu wissen, es gibt ein Mod-Kit dazu. Den könnt ihr separat kaufen. Dann habt ihr anstatt hier die Schaum, also ja, die flauschigen Stoffdingens, habt ihr derartige dabei, die mit Leder überzogen sind. Also ja, mit Leder überzogen sind und den Schall von außen noch mehr abschirmen, dass es ein neues Cancelling-mäßig wirkt. So viel zu dem. Oben dran auf dem Kopf haben wir auch noch mal so einen recht weichen Polster, was das Ding wirklich sehr bequem macht. Weiter gehen wir mit den Bedienelementen. Wir haben hier eine Lautstärke-Regelungsrädchen, wo nicht stufenlos ist. Also man merkt jedes Mal, dass da ein gewisser Widerstand ist, wenn man eine Stufe verstellt hat, finde ich sehr praktisch. Oben dran habt ihr einen Switch, wo ihr zwischen drei Presets könnt wählen. Das sind drei standardmäßig eingestellt für die verschiedenen Arten von Games. Die Presets könnt ihr aber anpassen mit dem Command Center, wo wir uns nachher im Detail noch anschauen. Dann das nächste Bedienelement ist ein einfacher Knopf, der Dolby Digital ein- oder ausschaltet. Ob es aus- oder eingeschaltet ist, sagt euch die Basisstation, in dem das Dolby Digital Logo leuchtet oder eben nicht. Dann ganz oben dran haben wir noch den Ein- und Ausschaltknopf. Ein einfacher Schieberegler. Dann, was mir auch noch gut gefällt, ist auf der rechten Ohrmuschel, haben wir einen eingebauten Mixer in dem Sinne. Ihr habt hier auf der einen Seite Voice und auf der anderen Seite Game. Dann haben wir vier verschiedene Druckpunkte. Das ist insofern praktisch, ihr könnt hier Balance verstellen über Voice, also den Teamchat, Leute hören wollen oder das Game. Das heisst, wenn ihr mal in einem heftigen Gefecht sind oder so und eure Kollegen labern einfach die ganze Zeit, dann könnt ihr es einfach mit ein paar Mal drauf drücken, leislingen machen. Und ihr hört das Game wesentlich besser oder das Game Leute machen. Das finde ich sehr praktisch. Hat bei meinem Test recht träge funktioniert. Das heisst, ich habe ein paar Mal gedruckt. Wenn nichts passiert ist, habe ich noch mehr gedruckt. Und irgendwann habe ich den Kollegen nicht mehr gehört. Dafür hat man das Game halbes Trommelfell rausgeblasen. Da könnt ihr sicher noch ein bisschen nachbessern. Vielleicht ist es aber auch mir gelegen, dass ich einfach nicht zu wenig Geduld hatte. Kann auch sein. Dann hier eine, das Mikrofon ist recht flexibel. Also es ist so ein bisschen, du kannst es wirklich da so drehen, wie du willst, dass dich deine Kollegen dann auch optimal verstehen. Das Coole daran ist, wenn du es aufflippst, ist es automatisch gemutet. Also wenn du zwischendurch mal auf den Hafen musst, einfach rasch den Bügel rauf, dann hörst du deine Kollegen trotzdem noch, was sie über dich lästern. Sie hören dich aber nicht schoddern. Das Astra A50 ist ein unglaublich geiles Headset. Wenn man dann aber noch mit der Astra Command Software gewisse Einstellungen vornimmt, wird es noch besser. Was das Ding alles kann, zeige ich euch jetzt. Wir sind jetzt hier bei den Equalizer-Einstellungen, wo ihr das Sounderlebnis wirklich auf eure Game-Bedürfnisse anpassen könnt. Ihr habt hier verschiedene Presets, 5 Stück. Einmal für das A50 Mod-Kit, wenn ihr eben die Noise-Canceling-Ohrmuffen drauf habt. Dann die bevorzugte Einstellung von Astro, nehme ich an. Eine Einstellung zum Medien konsumieren, also Film, Musik, whatever. Eine Einstellung für Pro-Gamer und eine Einstellung für Studio. Was man dort damit machen möchte, weiss ich nicht genau, hat aber sicher auch seine Berechtigung. Dann haben wir hier die drei eingestellten Presets, die man über den Schieberegler am Kopfhörer kann umstellen kann. Das Preset, das man verändern will, muss am Kopfhörer auch eingestellt sein. Sonst geht es nicht. Dann haben hier auch die 5 Kanäle, die ihr standardmäßig vorgegeben habt, die ihr könnt verstärken oder dämpfen, was die Lautstärke betrifft. Wenn ihr jetzt aber ganz verrückt drauf seid und noch mehr machen wollt, könnt ihr auf die erweiterten Einstellungen. Ja, ja, Warnmeldung, genau. Und dann könnt ihr x einen Kanal wählen oder eine Frequenz wählen, die ihr verstellen wollt. Ich habe jetzt hier Einstellungen genommen, die
der eine Typ, der da scheinbar Stunden damit verbracht hat, um die perfekten Einstellungen zu finden, sagt, die verheben wunderbar. Ich habe die auch getestet in ein paar Stunden PUBG und muss sagen, doch, du hörst glasklar, woher dass ein Schuss kommt oder mehrere Schüsse kommen oder Fußtritt kommen oder wo, von wo nach wo das jetzt das Fahrzeug durchfährt. Also mit diesen Einstellungen fährt er sicher gut. In unserem Blogbeitrag ist es nochmal genau erläutert, welcher Kanal oder welche Frequenz auf wie viel muss eingestellt werden. Ihr habt hier noch einen Teil zum Mikrofon, wo ihr könnt wählen könnt, in welchem Umfeld das ihr seid, wenn ihr jetzt am Streamen seid oder in der Nacht spielt oder zu Hause oder an einem Turnier. Wird mehr von den Aussengeräuschen weggecancelt. Also das Mikrofon reagiert dann weniger sensitiv. Da könnt ihr noch die Stimmfarbe verändern, wenn ihr jetzt irgendwie eine quäkige Stimme habt. Könnt ihr das verstellen, dann tönt sich angenehmer. Oder wenn ihr tönt wie eine Puffmutter, eine 90-Jährige, nehmt ihr vielleicht hell und dann tönt es ein bisschen sympathischer. Dann, ja, ist das eigentlich schon so wie das. Ich könnte hier noch Einstellungen für Streaming vornehmen, das heisst, das Mischverhältnis verändern. Wie laut ist das Spiel, wie laut ist der Chat der Kollegen, wie laut sind ihr, wie laut ist allfällige externe Audioquellen, die ihr noch einspeisen. Bei den Einstellungen könnt ihr die Balance noch vornehmen. Standardmäßig ist es mehr Stimme, ist es mehr Spiel. Wie laut das Alarm soll sein. Der Alarm ist dann, oder geht dann ab, wenn der Akkuladestand einen kritischen Stand erreicht, wenn er noch irgendwie 5% hat oder noch weniger. Ihr könnt die Helligkeit von der LED-Beleuchtung von der Basisstation noch verändern. Ja, alles ganz schön und nett. Was noch zu sagen ist zu den Equalizer-Voreinstellungen, es gibt eine riesige Community. Ihr könnt euch zig verschiedene Voreinstellungen abladen auf der Seite von Astro Gaming und die direkt hier reinladen und dann so ausprobieren. Oder ihr wendet halt einfach ein paar Stunden auf und sucht die perfekten Einstellungen für euch selber. Der Hype ist real. Das Astro A50 Wireless Gaming Headset ist wirklich urgeil. Insofern sind die 9 Minuten 44 Hype vom Spontana Black völlig berechtigt. Es ist super bequem, es wird auch nicht unbequem oder zwickend oder störend nach mehreren Stunden spielen. Es hat eine urgeile Soundqualität, sowohl zum Gamen im Singleplayer-Modus als auch online im Multiplayer oder auch zum Film schauen. Die Einstellungsmöglichkeiten, die ihr habt mit der Command Center Software, sind schier grenzenlos und ihr könnt so wirklich ein perfekt auf euer Gehör und eure Bedürfnisse zugeschnittenes Sounderlebnis herstellen. Die Verarbeitung ist perfekt, gibt absolut nichts zu bemängeln. Einziger Wermutstropfen ist der Kostenpunkt mit ungefähr 350 Stutz. Ist vielleicht nicht unbedingt etwas für so Casual Gamer. Aber wenn ihr es vorhin habt, gönnt es euch. Ihr werdet es nicht bereuen. Gibt es in jedem Mediamarkt und bei uns im Online-Job.